Ich hatte ja vorhin gesagt, es sind ja über 300 Themen vorgeschlagen worden. Wir werden einiges versuchen, auch hier noch reinzuflechten. Und wenn sich alle langsam aber sicher zu ihren Plätzen bewegen, kann ich ja schon mal die Zeit nutzen, um unsere Gäste vorzustellen. Wir haben hier als erste links neben mir, rechts von euch, von Ihnen, Katharina Barley, Justizministerin und designierte Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl. Und daneben kommt schon der zweite Mann, der zweite Spitzenkandidat, Udo Bullmann, der ist schon im Europaparlament und der wird Power machen. Dann haben wir eine Wissenschaftlerin, die ganz viel zu Rechtsextremismus, vor allen Dingen in Frankreich, geforscht hat und die uns vielleicht einiges erklären kann, was so an Systematik, an Entwicklung in Europa gerade stattfindet, Dr. Ronja Campin. Und daneben sitzt Alexander Knigge, Dr. Alexander Knigge. Und er ist einer der Organisatoren einer, ich würde sagen, sehr wichtigen Bewegung der letzten Jahre von Pulse of Europe. Und dann gibt es Delara Burkhardt, sie ist stellvertretende JUSO-Bundesvorsitzende und kandidiert als EU-Kandidatin in Schleswig-Holstein. Und last but not least, auch von den Jusos, auch stellvertretender Vorsitzender, nein, Juso, aber im Juso-Alter, wir sagen mal im Juso-Alter, auch EU-Kandidat aus Sachsen, Dresden, ist richtig, ne? Genau, Matthias Ecke. Und ich dachte mir, so nah kommen wir uns vielleicht nicht so schnell wieder. Ich würde einfach ganz gerne wissen, mit wem haben wir es hier als Spitzenkandidaten zu tun? Katharina Barley, wir sehen ganz viel von der Politik, von Forderungen, die umgesetzt werden, starkes Engagement für einen Rechtsstaat, auch vorher schon als Arbeitsministerin, als Familienministerin, das haben wir alles mitgekriegt, auch als Generalsekretärin, alles mitgekriegt. Mich würde jetzt einfach interessieren, was ist das für ein Gefühl, jetzt als Spitzenkandidatin der SPD hier zu sitzen? Also, Mikro? Jetzt geht's. 1, 2, funktioniert? Okay. Ja, funktioniert. Also es ist ein großartiges Gefühl. Erstmal ist es ein großartiges Gefühl, hier zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso empfindet wie wir hier, wenn man hier vorne sitzt, aber ich glaube schon. Also, dass so viele engagierte, tolle Leute hier sind und so viele, die ihr Herz auch an die Sozialdemokratie hängen, so wie ich das auch tue. Und damit bin ich auch bei der Frage selber. Also ich bin ja noch nicht so lange quasi in der professionellen Politik, 5 Jahre. Und da ist mir so oft das Vertrauen ausgesprochen worden, dass mich das natürlich jedes Mal sehr, sehr ehrt. Aber es ist ja auch nicht irgendeine Spitzenkandidatur. Es ist die zur Europawahl und ich bin eben wirklich vom Scheitel bis zur Sohle und vom ersten Tag meiner Geburt an so durch und durch Europäerin, dass mir das in zweifacher Hinsicht eben ein riesiges Anliegen und eine Ehre ist. Zum einen, um das, was ich tun kann, für Europa zu tun und das, was ich tun kann, für die SPD zu tun. Es sagt sich ja immer so leicht, da ist jemand durch und durch Europäerin. Das ist so ein Schlagwort. Du hast einen englischen Vater und eine deutsche Mutter und bist aber in Deutschland im Rheinland aufgewachsen. Bist du zweisprachig aufgewachsen? Wie muss man sich der kleinen Katharina vorstellen? In welchen Verhältnissen bist du groß geworden? Also ich bin zweisprachig groß geworden. Bevor ich in die deutsche Schule ging, haben meine Eltern mich noch in den englischen Kindergarten und die englische Schule ein Jahr geschickt, weil bei uns britische Soldaten damals noch stationiert waren in Köln. Wir hatten also all diese Einrichtungen. Mit einer starken Bindung zu Großbritannien. Ich bin dann ein Jahr nach Paris gegangen, habe da Französisch gelernt, habe da einen Mann kennengelernt, dessen Vater Spanier und dessen Mutter Niederländerin ist und den habe ich dann mit nach Hause genommen sozusagen. Also Erasmus, es gibt ja irgendwie 1 Million Erasmus-Babys, wir haben auch 2 davon bekommen, die sind mittlerweile allerdings auch keine Babys mehr. Und jetzt wohne ich
in einem Wahlkreis, wo man an einem Tag mit dem Fahrrad durch 4 Länder fahren kann. Da ist ein Trierer. Hallo Johannes. So, jetzt ist man bilingual, multikulturell, wächst hier auf, wird Juristin und wird irgendwann mal Profi-Politikerin. Da ist irgendwie, fehlt da was, ne? Wie wird man das? Warum ist es so gekommen? War das schon immer ein Wunsch oder war das eher Glückssache, dass immer so ein Zufall da war, dem du dann irgendwie aufgegriffen hast? Also es war nie mein Plan. Ich bin eingetreten in die SPD 1994, wie das wahrscheinlich alle tun, ja, um Basisarbeit zu machen. Ich war lange bei den Jusos dann unterwegs, bei den Frauen im Unterbezirk, im Ortsbeirat, was weiß ich, was man dann halt so macht. Aber es war nie mein Plan, das zum Beruf zu machen. Und das war es sehr lange nicht. Ich bin Juristin und ist eine sehr glückliche Juristin. Das gibt es. Also man kann für Jura echt Leidenschaft entwickeln, ob man es glaubt oder nicht. Also jedenfalls dann, wenn es um Grundrechte, Menschenrechte, Demokratie geht, das war immer schon mein Steckenpferd. Und dann habe ich alles Mögliche gemacht. Ich war Rechtsanwältin in einer großen Kanzlei, ich war Richterin, ich war auch mal am Bundesverfassungsgericht. Und am Ende des Tages waren es viele Zufälle. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Ich war in Elternzeit mit meinem zweiten Sohn, fing an, so ein bisschen mit den Hufen zu scharren. Jetzt kann auch mal wieder was Tolles, irgendwie Neues passieren. Und da wurde, dort wo ich wohnte, da ging der Landrat in Rente. Und das war, ich wohne halt in einer sehr katholischen Ecke, wir haben überhaupt keine Chance da als SPD, also hatten keine Chance als SPD den Landrat zu stellen. Ich sage immer, wenn es eine Chance gegeben hätte, dann hätte ich aus dem Ärmel 3 Männer um die 50 gewusst, die sofort gesagt hätten, mache ich. Aber wir waren völlig chancenlos und von daher hieß es, haben wir nicht auch eine Frau? Und ja, so war das damals. Ich bin da ganz ehrlich, also weil das heißt ja nachher immer so, wie ist das eigentlich als Frau in der Politik? Man muss dann eben die Chancen, die man hat, auch ergreifen. Also ich habe dann gesagt, du hast keine Chance, also nutze sie. Habe gesagt, mache ich. Und das gehört zu den größten Erlebnissen in meinem Leben. Das waren 6 Monate Wahlkampf, jeden Tag 6, 7, 8 Termine. Die Partei hat mich auf Händen getragen damals. Es hat unglaublich Spaß gemacht und am Ende hatte ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, 44,6 oder das irgendwie sind sowas. Ergebnisse, ne? Also mir begegnen heute noch Leute zu Hause, die sagen, hätten wir noch 6 Wochen gehabt, dann hätten wir es geschafft. Ja. Aber wenn ich es damals geschafft hätte, wäre ich heute nicht hier. Also alles gut. Aber damals habe ich gemerkt, ich habe da Spaß dran. Die Leute finden das auch gut, was ich mache. Und ich habe nur immer gedacht, ist es eigentlich für jemanden wie mich? Ich bin ein sehr empfindsamer Mensch. Ist das für jemanden wie mich das Richtige, professionell Politik zu machen? Und das Schöne ist, nach 5 Jahren würde ich sagen, ja. Also natürlich ist es ein Haifischbecken und man darf nicht zu dünnhäutig sein, aber man kann sehr gut abspalten zwischen, also wenn ich attackiert werde auf Facebook oder so, ich weiß, die meinen mich nicht, weil die kennen mich nicht. Und so in dieser Gemeinschaft SPD fühle ich mich immer sehr, sehr gut aufgehoben. Und es macht sehr, sehr viel Spaß, am Ende was verändern zu können. Deswegen mein Appell an alle Frauen, vor allen Dingen auch an alle jungen Frauen, macht's einfach. Es macht echt Spaß. Eine Frage. Eine Frage hätte ich dann doch. Wir haben mitgekriegt, was du alles kannst, nämlich viel. Aber was ist das, wofür du für Europa und in Europa brennst? Was ist das eine Thema? Die anderen werden wir gleich alle besprechen, aber was ist das, was dich treibt? Naja, es gibt natürlich schon viele Themen, aber wenn ich es jetzt wirklich aufs eins fokussieren müsste, das hört sich immer so pathetisch an und vielleicht ist es für die jungen Leute hier und vor uns auch sehr weit weg, aber es ist und bleibt für mich dieser Aspekt des Friedens. Ich hab die Geschichte schon mal erzählt, deswegen für die, die es schon mal gehört haben, sorry, aber weil es das so anschaulich macht. Mein Vater ist in einem ganz kleinen Dorf in England, in Lincolnshire aufgewachsen, 6 Kilometer vom einzigen Pilotenausbildungsstandort Englands entfernt. Und er fand als Kind diese Bomber total faszinierend. Der ist eigentlich echt ein friedliebender Mensch, aber diese Bomber findet er heute noch toll. Und meine Mutter ist durch Dresden geflohen, einen Tag nachdem Dresden bombardiert worden war. Also die war 4.
und sagt, sie kann das heute noch riechen. Sie hat natürlich keine aktive Erinnerung, aber das ist irgendwie noch ganz präsent. Und für mich schon als junger Mensch, diese Idee, mein Vater bejubelt diese Bomber, fand die großartig und die hätten um ein Haar seine spätere Frau, meine Mutter, getroffen. Mhm. Das verbunden mit den vielen Kriegen, die diese vier Länder, Deutschland, Großbritannien, Spanien, Niederlande, gegeneinander geführt haben, das hat diesen Wunsch, dass das nie wieder passiert und dass meine Söhne nicht in den Krieg müssen und auch sonst kein junger Mensch in den Krieg muss, hat das sehr, sehr stark gemacht. Vielen Dank, Katharina. Udo, ich kann mir vorstellen, dass du, bist ja ein paar Tage älter als Katharina, dass du mit der Friedensbewegung auch groß geworden bist, dass das auch ein Teil deiner Sozialisation war in den 80er Jahren. Du bist auch in dieser Zeit, aber auch schon etwas früher, bei den Jusos gestartet. Du warst Juso-Vorsitzender. Was hat dich damals in die SPD gebracht? Warum hast du das gemacht? Na, der Ärger mit mir ging eigentlich schon in der Schule los. Ich habe schlichtweg Ungerechtigkeiten nicht ertragen und habe mich ganz früh umgeguckt, wo man sich engagieren kann. Das war so die Frage einfach, wenn der Lehrer sich immer den Schwächsten ausguckt, fand ich ungerecht, soll er sich doch mit den Starken anlegen. Übrigens auch umgekehrt. Es gab auch gerade die Wohlerzogenen aus den besseren Verhältnissen, wenn sie einen Lehrer piesacken konnten, der so eine kleine Schwäche hatte, ist mir immer in die Magengrube gefahren. Ich habe mir gefragt, warum machen Menschen das? Ja, reib dich doch an den Starken. Aber das hat für die Jusos gepasst, dass du so drauf warst. Ja, ich habe mir ein bisschen rumgesucht, weil einen Moment lang musstest du überlegen und ich guckte mal so ein bisschen und manche Jusos waren auch schon so mit kleinen Köfferchen unterwegs. Das hat mir nie gefallen. Das war überhaupt nicht mein Stil. Dann haben wir erstmal einen Laden aufgemacht, wo wir gedacht haben, nee, da machen wir mal unmittelbare Demokratie, offenes Forum hieß das damals, haben wir gleich die Wahlen gewonnen für die Schülervertretung. Das war aber dann doch ein bisschen zu lange vor den Grünen, aber es war zu unklar, wo es hingeht. Mhm. Und dann habe ich mir ein bisschen auseinandergesetzt mit dem, was in der Republik so los ist und Jusos war mein Ding. Jusos wurden schnell mein Ding und mein großes Lebensabenteuer. Weil das habe ich nie aufgehört zu sein. Und wenn ich das sagen darf, da unten sitzt einer, der so ein bisschen von dem Werdegang mitgekriegt hat und nicht ein bisschen von seinem. Der Hans Eichel wurde Landesvorsitzender der SPD, als ich Juso-Landesvorsitzender geworden bin. Und wir haben uns eine so fantastische, harte Zeit gegeben gegenseitig, dass wir heute noch befreundet sind. War damals haben wir beide für dich, viel für getan. War damals für dich klar, bitte, war damals für dich klar, dass du mal Berufspolitiker werden würdest? Bist ja immerhin schon über 20 Jahre Europaabgeordneter. Ja, nee, das war überhaupt nicht klar. Es war was anderes klar, was mich immer angetrieben hat. Ich wollte mein eigener Herr sein. Ich wollte so ungerne, ich kann nicht so gut das Knie beugen. Ja? Also weder aus Berechnung noch aus Opportunismus. Ich wollte meinen Freiraum haben, das zu sagen, was ich sagen möchte, das zu tun, was ich tun will. Und danach habe ich immer gesucht, so habe ich mir meinen Beruf ausgesucht. Ich habe gewusst, dass ich eine brotlose, damals hieß das so, Studienoption ziehe, wenn ich Politikwissenschaftler werde. Aber ich wollte es werden. Ich wollte es unbedingt werden, weil ich wollte hinter die Kulissen gucken. Ich wollte wissen, was da los ist. Mich umgetrieben. Und ich habe mir irgendwie gedacht, selbst wenn es aussichtslos ist, mach das, weil richtig gut bist du nur da, wo dich auch was begeistert, wo du unterwegs bist. Und offenbar mit viel Erfolg. Jetzt bist du, wenn ich das richtig gelesen habe, machst du Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik. Ich glaube, sind deine zentralen Felder. Ist es dann falsch zu glauben, dass du genau in dem Feld auch die zentralen Fragen für Europa siehst? Geht es da für dich vor allen Dingen um soziale Gerechtigkeit, um Umverteilung? Oder findest du, Europa hat im Moment ein anderes Problem? Na, wir haben so viele. Und es braucht eine starke Sozialdemokratie. Ich glaube, naja, du sagst, das ist dein Hintergrund, das habe ich, bis ich Fraktionsvorsitzender wurde, vielfach gemacht. Hallo Gesine, grüß dich, sehe dich gerade. Herzlich willkommen, toll, dass du auch da bist. Eine Idee, ja, ich finde schon, und dafür muss man sich prügeln. Jeder junge Mensch, egal ob er in Dänemark aufwächst, in Griechenland oder in Portugal oder in Deutschland, jeder soll eine faire Chance haben, das zu lernen, was sie oder er lernen will
und mit beiden Beinen ins gesellschaftliche Leben und in den Beruf gehen dürfen. Nur so wird Europa stark. Das glaube ich ganz fest. Aber es gibt ein zweites Element, was ich sagen will in aller Kürze. Du hast gesagt Friedensbewegung. Ich bin aufgewachsen auch mit dem Erlebnis, dass überall dort, wo Unterdrückung stattfinden, das war lange vor meiner Zeit in Ungarn, als ich ein ganz kleiner Junge war, war das so in der Tschechoslowakei, später die Befreiung in Spanien, in Portugal, überall dort, wo Menschen unterdrückt waren und nach Freiheit gerufen haben, haben sie nach Europa gerufen. Und das ist etwas, was uns antreiben muss, weil Europa ist nicht ein Fleck auf der Landkarte, Europa ist eine Lebenshaltung. Wir wollen diejenigen sein, die sicherstellen, dass du in Frieden und Vielfalt leben kannst, egal wie du leben möchtest, und dass kein Staat dieser Welt das Recht hat, dich zu unterdrücken. Das ist ganz, ganz kernig für uns. Ronja Kempi forscht ja genau an diesen Fragen. Also, wenn Udo sagt, das ist eine Lebenshaltung Europa, das ist was Kostbares, unsere beiden Gäste vorhin haben ja auch davon gesprochen, wie wichtig es ist, dass die soziale Gerechtigkeit, dass diese Architektur in Europa stimmt. Was ist der Effekt von Le Pen, das haben Sie ja untersucht, was ist der Effekt von Le Pen in Frankreich auf Europa, auf das Denken der Menschen und auch über Frankreich hinaus? Ja, ich will die Frage vielleicht indirekt beantworten. Ich will gar nicht so viel über Frankreich sprechen, sondern mehr über Europa. Ich glaube, was wir für Schlussfolgerungen aus dem Aufkommen von europaskeptischen, rechtspopulistischen Strömungen lernen müssen, sind zwei Sachen. Erstens, es reicht nicht mehr aus, die Gesellschaft in Globalisierungsverlierer, Globalisierungsgewinner, in Pro-Europäer und Anti-Europäer zu unterteilen. Le Pen hat einen Großteil ihres Erfolges dadurch erzielt in Frankreich, dass sie ein Stück der gesellschaftlichen Mitte sehr gut abgeholt hat, nämlich diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die soziale Ängste haben und die mit Europa Sozialdumping, den Abbau von Sozialstaat, Lohndumping verbinden. Und ich glaube, hier muss Politik wieder ansetzen. Wir springen zu kurz. Wenn wir nur sagen, wie Macron das jetzt tut, entweder ihr seid für oder ihr seid gegen uns, sondern wir müssen uns stärker um die Menschen kümmern in der Politik, die noch für Europa zurückzugewinnen sind. Und ich glaube, das Zweite, was sie uns gelehrt hat, ist, dass wir, ich spreche jetzt als Wissenschaftlerin, sehr viel stärker erklären müssen, wie wir die Ziele, die wir uns stecken, auch erreichen wollen. Mit wem? Wer sind unsere Partner? Ist das Mantra noch zuträglich, dass wir nur zu 28, in Zukunft zu 27 vorankommen? Oder müssen wir nicht sehr viel stärker uns auch ehrlich machen, auch in der Wissenschaft, und sagen, welche Möglichkeiten bietet eigentlich der Vertrag von Lissabon? Ich bin Politikwissenschaftlerin, aber den Vertrag von Lissabon muss ich trotzdem einmal hier erwähnen. Welche Möglichkeiten bietet er uns denn eigentlich, verstärkt zusammenzuarbeiten, in Gruppen von Willigen und Fähigen voranzugehen? Ich glaube, Politik hat sich sehr oft auch hierzulande dahinter versteckt, immer denjenigen, die am stärksten bremsen, zu folgen und sich ausbremsen zu lassen. Und ich glaube, auch das ist eine Lehre, die wir aus dem Erstarken von rechtspopulistischen Parteien ziehen müssen. Danke. Alexander Knigge, als vor ein paar Jahren diese Idee aufgekommen ist, wir leben in gefährlichen Zeiten, Europa zerbröselt, es gibt eine Ungleichheitsentwicklung, es gibt Rechtspopulismus, es gibt den Brexit. War da klar, dass Sie den Nerv treffen würden mit Pulse of Europe? Nein. Darf ich eine Sache vorab sagen? Pulse of Europe ist ja eine überparteiliche Organisation, aber ich selber bin ein Fan von Ihrer Spitzenkandidatin. Ich finde das... Und
Und ich möchte sozusagen aus unabhängiger Stelle bestätigen, was sie gerade noch mal gesagt hat, ihre eigene persönliche europäische Vita und auch ihr Engagement für Europa. Wir als Pulse of Europe haben das nämlich erlebt, als sie noch in ihrem vorigen Ministeramt eine Benefiz-Auktion für uns ermöglicht und eröffnet hat. Also vielen Dank nochmal dafür. Jetzt vielleicht wäre übrigens toll, wenn diese großartige Politikerin nicht im Meer vieler Abgeordneter verschwinden würde, sondern wirklich in Europa was reißen kann. Also das wünschen sich, glaube ich, alle, die Pulse of Europe ist tatsächlich sozusagen nach der Präsidentenwahl in den USA als Idee geboren worden. Von einem Ehepaar ist jetzt schon 100-mal erzählt worden, die Geschichte in Frankfurt. Und der Anlass ist das, was in den Vereinigten Staaten passiert ist, lustigerweise, sodass man eigentlich fast sagen kann, ja, schon da, direkt nach der Wahl, wurde Europa gestärkt. Ja, das wurde ja im Nachhinein auch mehrfach gesagt. Wir sind aber keine Anti-Bewegung und wir wollen auch eigentlich keine Anti-Bewegung sein. Wir wollen ganz bewusst eine Pro-Bewegung sein. Wir wollen optimistisch sein und etwas Gutes für Europa bewegen. Und wir wollen zeigen, wie viele im gesamten fast gesamten politischen Spektrum, dass eigentlich alle für Europa sind. Also wir sind sozusagen die Dafür-Bewegung. Ja? Und deswegen ist irgendwie die AfD auch für uns nicht unbedingt immer der Maßstab und auch gar nicht der Stichwortgeber. Und man muss auch nicht über jedes Stöckchen springen, was einem irgendwer hinhält. Und so wollen wir das halt weitermachen. Vielen Dank. Delara, die Jusos waren treibende Kraft für dieses Plenum hier. Was treibt dich an, Europapolitik machen zu wollen? Also erstmal diesen Begriff Europapolitik. Ich glaube, Europa ist der Lebensraum, wo wir alle leben und es gibt nicht die Europapolitiker, sondern wir alle haben die Verantwortung, wenn wir Politik machen, europäisch zu denken, weil das nun mal eine Dimension ist, die wir wollen. Ich muss aber auch... Ich muss jetzt vielleicht auch ein bisschen Wasser in den Wein trinken. Ich glaube, was das Problem ist, ist, dass die Sozialdemokratie in ganz Europa momentan ziemlich schlecht dasteht. Und wir müssen das auch mal akzeptieren und auch als Ausgangspunkt für unsere Überlegungen nehmen. Und deswegen ist mir wichtig und auch der Antrieb, warum ich auch mich entschieden habe, für das Europäische Parlament zu kandidieren, dass ich glaube, dass wir als SPD deutlich machen müssen, dass es bei der Europawahl um eine Richtungsentscheidung geht. Auch eine Richtungsentscheidung im proeuropäischen Block. Es wird niemanden überzeugen, wenn wir mit den Europaflaggen schwingen. Wir müssen eben zeigen, dass wir auch akzeptieren, dass wir falsche Politik mitgetragen haben und dass es jetzt darum geht, eine Alternative zum Status quo deutlich zu machen. Vielen Dank. Matthias, vieles von dem, was gesagt wurde, wirst du mit Sicherheit auch unterstützen. Deine Kandidatur ist aber insofern auch spannend, wenn ich an Dresden denke, dann kommen natürlich, auch wenn ich es nicht will, es kommen Bilder, es kommen auch Ängste, es kommen düstere Bilder. Wie ist man konfrontiert als jemand, der in Dresden für die SPD fürs Europaparlament kandidiert? Ja, mit solchen Bildern sicher auch. Natürlich haben wir in Dresden nicht unbedingt die europafreundlichste Öffentlichkeit, möchte ich es mal sagen. Aber wir haben natürlich auch, wir haben Pulse of Europe in Dresden, haben da auch eine gute Zusammenarbeit. Aber ich glaube, dass wir in Sachsen, in Dresden besonders mit einem Problem konfrontiert sind, was ich aber auch bundesweit ein Stück weit als Problem sehe. Nämlich, dass wir als SPD die Aufgabe haben, auch bei der Europawahl ein bisschen eine Brücke zu bauen. Eine Brücke zu bauen zwischen Menschen mit verschiedenen Hintergründen, zwischen verschiedenen Milieus, zwischen verschiedenen Erfahrungen. Da gibt es die einen, die haben den europäischen Lebenslauf, wie du ihn vielleicht mustergültig hier aus deiner eigenen Biografie erzählt hast. Da gibt es die, die haben im Ausland, die haben in Lissabon studiert und möchten in Paris arbeiten. Es gibt aber auch die haben nichts davon erlebt. Es gibt da die wohnen in ihrer Kleinstadt in der Eifel und wollen da vielleicht auch wohnen bleiben. Und was wir als Sozialdemokraten sagen, wofür wir programmatisch einstehen, ist doch, auch für euch ist Europa die bessere Option. Weil Europa... Ja.
Weil Europa ist doch der einzige Akteur, der in einer globalisierten Welt, wo die Konzerne immer mehr Macht haben, noch überhaupt die Fähigkeit hat, die Voraussetzung für einen Sozialstaat, die Voraussetzung für Arbeitnehmerschutz zu garantieren, der die Menschen überhaupt beschützen kann. Ein Europa, das schützt, ist ja das, was Macron gesagt hat, macht es im eigenen Land eigentlich nicht, hat es aber als Begriff geprägt. Und das war für mich auf jeden Fall ein wichtiger Anreiz, zu sagen, Leute, es geht nicht immer nur um für Europa oder gegen Europa, sondern es geht darum, wie Stellara schon gesagt hat, wie wollen wir eigentlich in Europa leben? Mhm. Vielen Dank. Bevor wir gleich noch in verschiedene Themen reingehen, es gibt ein Thema, von dem man nicht behaupten muss, dass es das allerwichtigste Thema ist, aber an diesem Thema entzündet sich die Frage, ist man für, gegen Europa, will man raus, will man rein, will man spalten, will man nicht spalten, das ist die Migrationspolitik. Wir haben heute Hinweise auf Orban gehabt, auf den Brexit, auf andere, auf Le Pen, und es gibt ja dieses wunderbare Buch Rückkehr nach Reims, wo der Autor ja sehr gut beschreibt, dass es vor allen Dingen Familien und Leute sind, die aus diesem sehr linken, sozialistischen und kommunistischen Milieu sind, die genau die Partei Le Pen wählen. Kann einer hier in diesem Podium erklären, warum das so ist? Weil das mit Sicherheit auch ein Schlüssel ist, um eine richtige Ansprache zu finden, um Menschen wieder zurückzugewinnen. Ich weiß nicht, ob Frau Kempin da die Richtige ist, aber würde auch gerne von anderen einen Hinweis haben. Und dann komme ich rüber zu den Jusos im Publikum. Ich kann ja mal versuchen, das Eis zu brechen. Ich habe das Buch natürlich auch gelesen und da steckt ja auch die Antwort drin, aber ich werde nicht die gleiche Antwort geben wie Didier Eribon. Ich werde es ein bisschen einfacher versuchen. Ich bin selber Arbeiterkind. Meine Familie wählt Gott sei Dank nicht die AfD. Aber ich glaube, das, was ich vorhin gesagt habe, und das trifft sich, glaube ich, ganz gut mit Ihren Erfahrungen in Dresden, ist, dass eben viele Leute aus der sogenannten Arbeiterschicht, die es so heute nicht mehr gibt, die Milieus lösen sich auf, aber die Europa empfinden als ein liberales, neoliberales Wirtschaftsprojekt. Das soziale Europa, das offene Europa, für das wir hier eintreten, verbinden mit Arbeitsmigration, mit Lohndumping, mit der Absenkung der sozialen Standards. Das soziale Europa ist für diese Leute der kleinste gemeinsame Nenner. Und das ist ein Problem, glaube ich, dem sich Politik stark stellen muss. Bei uns hier ist die Jugendarbeitslosigkeit sehr gering, aber schauen Sie in die südlichen Mitgliedsländer und dann sehen Sie Arbeitslosigkeiten bei Jugendlichen von bis zu 50%. Und ich glaube, das gibt Ihnen eine Vorstellung davon, welche Sprengkraft, welche Fliehkräfte sich da auftun für dieses Haus, für das wir hier stehen. Vielen Dank, Frau Kempin. Katharina Barley. Ja, auf der einen Seite kann ich das natürlich nur unterstützen. Wenn wir in akademischen Milieus über Migration reden, ich war da mal in einer Gastvorlesung und der sagte dann irgendwann auch, das war an der Hochschule halt, und da sagte der Prof irgendwann, ja klar seid ihr alle da völlig entspannt, für euch werden die auch alle keine Konkurrenz sein. Also so auf den Nenner hat er das gebracht. Und es gibt natürlich Menschen, die dann Migration als Bedrohung für ihre eigene Lebenslage nehmen. Ich wollte aber eigentlich noch was anderes sagen, weil ich finde die Flüchtlingsfrage, das ist jetzt nur ein Ausschnitt von Migration natürlich, aber die Flüchtlingsfrage ist eine, an der man noch mal ganz deutlich machen kann, was Solidarität eigentlich heißt. Weil die Flüchtlinge landen ja nicht erst seit 2015 in Lampedusa oder ertrinken im Mittelmeer. Ich habe 1993 oder 1994 am Lehrstuhl, wo ich promoviert habe, habe ich eine Klausur entwerfen sollen. Und mit meinem politischen Sendungsbewusstsein habe ich die entworfen zu Abschiebungen nach Griechenland. Und es war damals schon so, dass die verfassungswidrig waren, weil die Zustände in den Flüchtlingsheimen in Griechenland nicht menschenwürdig waren. 1994, das ist fast 25 Jahre her. Und es hat in Deutschland niemanden interessiert. Das muss man einfach mal so klar sagen. Es hat niemanden interessiert. Wir haben die Italiener damit allein gelassen, die Griechen damit allein gelassen, die Spanier damit allein gelassen.
Und wir haben denen noch nicht mal einen Cent dafür bezahlt, dass sie sich um die Flüchtlinge gekümmert haben. Nach diesem Dublin-Verfahren, was nun mal so gestrickt ist, dass es uns hier quasi die Sorgen vom Leib hält. Und Und 2015, 2016, als es dann bei uns ankommt, die Entwicklung, da rufen bei uns die Leute nach europäischer Solidarität. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Also, dass dann die Länder, die schon 25 Jahre diese Entwicklung zu tragen hatten, sagen, sag mal, geht's noch? Ja, das kann man wirklich verstehen. Also deswegen finde ich es eigentlich diese Flüchtlingsfrage eine, an der man wirklich auch jedem Menschen mal klar machen kann, du kannst europäische Solidarität nicht nur verlangen, wenn du selbst sie brauchst, sondern du musst sie eben auch geben, wenn andere sie brauchen. Bevor ich jetzt zu zwei, drei Jusos rübergehe, die schon angemeldet haben, dass sie Fragen, Thesen, wie auch immer haben, von mir jetzt nochmal der Aufruf, melden. Im Saal ist der Kollege Rainer Vogt, das ist der Saalmoderator, und der kommt ganz schnell zu Ihnen, zu euch gerannt, wenn Fragen da sind. Aber jetzt gehe ich erstmal, aber ich glaube, ich komme hier nicht runter, ich muss auf der anderen Seite, zu den Jusos, die, ich glaube, zu sehr zentralen Fragen wie Wirtschaft, Finanzen, Steuern, ich glaube, was auf der Seele haben. Darf ich kurz deinen Namen haben? Michael Heidkamp ist mein Name. Michael, was möchtest du fragen, beziehungsweise was ist deine These, die du in die Diskussion bringen willst? Ich warte mal noch einen Moment, bis die sich vorne sortiert haben und zuhören können. Das war ein toller Einfall von Katharina Barley, Ups, das geht hier mit dem Mikro nicht. Könntet ihr hinten in der Regie ein bisschen runterfahren? Irgendeine Rückkopplung? Oder sollen wir uns woanders hinstellen vielleicht? Sollen wir hier hingehen? Nein? Ja? Nein? Nein? Nein, nein, nein. Nein, nein. War schon alles richtig. Also, es sitzen jetzt alle. Du wolltest gerade sagen, worum es dir geht. Genau. Ich bin auch ein Kandidat fürs Europäische Parlament in Ostwestfalen-Lippe. Mir geht es, glaube ich, ähnlich wie Ähnlich wie Matthias das eben beschrieben hat, dass ich in vielen Gesprächen von Leuten auch Fragen oder Antworten bekomme und sage, Europa, das ist ja alles schön und gut, aber wollte nicht mehr die Probleme hier vor Ort lösen. Und wenn man danach fragt, was sind denn die Probleme vor Ort, dann kommen schnell marode Schulgebäude, marode Infrastruktur, wir sind beim Investitionsstau. Und dann ist man schnell bei der Frage, wer bezahlt da eigentlich für? Und da sind wir bei der Frage von Steuergerechtigkeit. Und ganz in zentralen europäischen Fragen. Wie kann es sein, dass Superreiche und Großkonzerne sich davor drücken, ihren gerechten Anteil zu bezahlen? Und wie schaffen wir es auf europäischer Ebene, weil das können wir nur auf europäischer Ebene schaffen, gegen dieses Steuerdumping vorzugehen? Okay, vielen Dank. Hier sind lauter große Leute, stelle ich gerade fest. Okay, dein Name? Ja, mein Name ist Sally-Lisa Starken. Auch ich bin Europakandidatin in Ostwestfalen-Lippe. Meine Frage geht in Richtung der Arbeitslosenversicherung. Die Arbeitslosenversicherung ist für uns ein Wert der Sozialdemokratie und nun übernehmen wir Verantwortung und fordern eine europäische Sozialarbeitslosenversicherung. Die Frage ist nur, wie wollen wir diese Arbeitslosenversicherung gegen die konservativen Kräfte und gegen das Lager durchsetzen, die sie derzeit blockieren? Vielen Dank. Und last but not least? Ich bin Katharina Andres, ich bin im Juso-Bundesvorstand und meine Frage zielt auf die Jugend in Europa ab. Wir haben jetzt ja schon viel darüber gehört, warum Europa für Jugendliche, für junge Menschen wichtig ist. Bräuchten wir dann nicht eigentlich als Sozialdemokratie in Europa auch einen gemeinsamen Plan dafür, was wir eigentlich an jugendpolitischen Forderungen haben? Und müssten wir dann nicht eigentlich einen jugendpolitischen Konvent machen als PES und dort gemeinsame jugendpolitische Forderungen für ganz Europa aufstellen? Und Katharina hat vorhin so schön die jungen Frauen in der SPD dazu aufgefordert, dann macht es halt. Es haben bundesweit ganz viele junge Frauen gemacht, es haben ganz viele junge Frauen kandidiert. Sie wurden immer wieder auf hintere Plätze verschoben. Und was wollt ihr auch als Spitzenduo eigentlich dagegen tun, dass junge Frauen in unserer Partei auch mal durchkommen? Okay.
die Message ist angekommen. Ich fange jetzt mal, Udo, du bist doch seit Ewigkeiten im Europaparlament. Wieso gab es, da vorne ist das Mikro, meins gebe ich nicht aus der Hand, wieso gibt es seit so vielen Jahren diesen jugendpolitischen Konvent nicht? Was ist das Dilemma? Weil kein Saft auf der Pipeline ist. Doch, jetzt ist er da. Es geht nicht um jugendpolitischen Konvent, den musst du nicht im Europäischen Parlament beschließen, den kann man einfach machen. Ich will dir mal sagen, wo der Hund begraben ist. Und das gilt für alle Jusos und das ist mein Kernthema seit Jahren. Was diese Partei braucht, die deutsche Sozialdemokratie, die europäische Sozialdemokratie, ist die Chance, dass junge Leute persönlich und individuell Mitglied werden können in der europäischen Partei. Die PSE ist ein langweiliger Laden, weil sie eigentlich nur die Dachorganisation der Mitgliedsparteien ist. Wenn du in Ostwestfalen-Lippe eintrittst, starke Passion heute übrigens, dann musst du eine kleine Box haben. Für 30 oder 50 Cent mehr wirst du Mitglied in der Europäischen Partei der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Das beschließen wir immer und dann sorgen alle Parteien dafür, dass es nicht klappt, weil sie nämlich Angst vor Kontrollverlust haben. Und das muss weg, Genossinnen und Genossen, ihr Lieben. Das muss weg. Weil nur so wächst eine europäische sozialdemokratische Familie. Und die machen dann sowieso den Jugendkonvent. Das wird keine Frage mehr sein. Aber lasst uns die Rechte in der eigenen Partei erkämpfen, dass wir was zu sagen haben. Das ist der Kern der Dinge. Eine andere Frage ging um die Steuerpolitik. Ich erweitere sie, wenn ich darf. Google, Facebook, Amazon in Deutschland, ganz schlimm. Löhne, die nicht zum Handelstarifvertrag bezahlt werden. Scanner an den Händen, die genau checken, ob man gerade eine Pause macht, ob man gerade nicht einpackt. Arbeitsbedingungen, die schlecht sind. Wie kann eine Abgeordnete, mehrere Abgeordnete, es hinkriegen, dass Europa da jetzt nicht wegschaut, sondern sagt, die verdienen verdammt viel Geld, US-amerikanische Firmen in Deutschland, in anderen europäischen Ländern. Ein Teil dessen, was sie als digitalen Profit einnehmen, muss hier bleiben, um möglicherweise in soziale Fragen, in soziale Struktur integriert werden. Ich glaube, so ungefähr war es wahrscheinlich auch gemeint. Ich habe es jetzt nur ein bisschen ergänzt und mit Beispielen versehen. Katharina. Ja, das waren jetzt zwei unterschiedliche Komplexe. Also wie die mit den Arbeitnehmern vor Ort umgehen und den Arbeitnehmerinnen, das ist natürlich hier, das können wir hier regeln. Also da finden hier unsere Regeln Anwendung. Wenn es europäisch wird, als ich noch Arbeitsministerin war, habe ich in so einem 16-Stunden-Marathon die Entsenderichtlinie mitverhandelt, die wirklich jetzt nochmal ein großer Schritt ist, also wo wir dem Ziel gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort einen Riesenschritt näher kommen. Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Fortschritt. Aber zu dem Punkt Steuern. Also man kann ja jetzt von Donald Trump halten, was man will. Ich glaube, wir sind uns da wahrscheinlich in der Grundlage einig. Aber er hat eine Sache gemacht, die einen Ansatz bietet für eine Lösung, die sogar noch über das europäische Feld hinausgeht, nämlich wirklich einen internationalen Weg zu finden. Der hat nämlich einfach Mindeststeuern eingeführt. Also Mindeststeuern, die für jedes Unternehmen gelten, egal in welcher Branche die unterwegs sind, egal wie das strukturiert ist. Mindeststeuern für die Gewinne. Auf die Gewinne. Und wenn man dazu kommen könnte, dass man sich europäisch, aber eben durchaus auch über Europa hinaus, auf so etwas einigen könnte, dass man sagt, wir erheben alle möglichst die gleiche Mindeststeuer auf Unternehmensgewinne, dann könnte man diese Gewinne bei den Internetgiganten auf eine Art und Weise abschöpfen, die auch mehr ist als das, was im Moment mit der Digitalsteuer im Gespräch ist, europäisch, und was so einen kleinen Pferdefuß hat, dass man nämlich aufpassen muss, dass man nicht das ganze Steuersystem so umkippt, dass quasi von den Steuern, die in Deutschland gezahlt werden, auf einmal ein großer Teil woanders gezahlt werden muss. Also diese Idee, wir finden eine globale Übereinkunft dazu und da finden die Verhandlungen auch tatsächlich statt. Vielen Dank. Frau Kempin, ich wollte die Frage über die Arbeitslosenversicherung. Darf ich noch eine Sache zu den Frauen sagen? Ja. Das stimmt. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das machen dann die Delegierten vor Ort. Und das ärgert mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es dann immer heißt, irgendwie ihr da oben erneuert die Partei nicht.
Bei mir in Rheinland-Pfalz ist es ja auch so gewesen und ich will da gar keinen Einzelfall rausgreifen. Aber ich finde, am Ende ist das dann auch die Verantwortung der Delegierten vor Ort, welche Kandidaten und Kandidatinnen sie wählen. Und ich finde das auch total schade und hoffe, dass wir da irgendwie eine Lösung finden können. Okay. Frau Kempin, wir hatten das Thema europäische Arbeitslosenversicherung. Ich bin da jetzt deswegen auf Sie gekommen, weil Sie ja noch deutlich gemacht haben, dass man, wenn man den Rechtspopulismus bekämpfen will, auch an die Frage soziale Gerechtigkeit ran muss. In Griechenland wissen wir, die Jugendarbeitslosigkeit ist, glaube ich, bei 50% und mehr und das seit vielen Jahren. Ist sowas wie eine europäische Arbeitslosenversicherung, ist das eine Möglichkeit, auch in Ländern, die vielleicht nicht so mit Geld gesegnet sind wie die Bundesrepublik, um da eine Möglichkeit zu schaffen, dass sie aufgefangen werden? Oder greift das zu sehr in die nationalen Gepflogenheiten? Also was ist Ihre Vorstellung davon? Es ist nicht mein Expertengebiet, von daher slippery slope für mich, aber ich glaube, Udo Bullmann wartet schon, ne? Ja. Genau. Zwei kurze Sätze deshalb vielleicht nur. Ich glaube, was die Erfahrung gezeigt hat, die nordeuropäischen Staaten zum Beispiel machen überhaupt nicht mehr mit bei einem sozialen Europa, weil sie eben sagen, wir wollen nicht, dass unsere sozialen Standards immer weiter abgesenkt sind. Und egal welches Themenfeld wir anschauen, wenn es um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte geht, dann glaube ich, machen diese Projekte nur dann Sinn und sind nur dann verantwortungsvoll, wenn wir es schaffen, sozusagen die Standards abzugraden, wie wir so schön neudeutsch sagen, und nicht dieses berühmte Race to the Bottom machen und die Schwächeren bleiben auf der Strecke, der Mindestlohn wird abgesenkt, die Arbeitslosenversicherung ist dann kaum über dem Existenzminimum in den einzelnen Staaten. Wenn wir uns darauf veranschlagen können, dass man sagt, 60% in allen Ländern vom Mindestlohn muss eine Arbeitslosenversicherung in Europa sein. Wenn wir dazu das Geld auftreiben, über welche Steuern auch immer, Digitalsteuer, Euro-Bonds, da bin ich leidenschaftslos, sollte ich nicht sein, aber bin ich, dann finde ich, wäre das ein guter Ansatz. Aber nur sozusagen eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung zu fordern, ist ein bisschen plakativ. Da müssen wir aufpassen. Vielen Dank. Udo Bullmann, der Alexis Tsipras hat ja vorhin gesagt, linke Politik ist linke Politik und richtig, wenn man darauf aufpasst, dass die Schwachen und die Armen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht geschwächt werden, sondern dass sie gestärkt werden. Jetzt ist so ein Vorschlag, das sagte Frau Kempin ja auch, das kostet Geld. Ne? So. Hat die Europäische Union dieses Geld und welche Kraft hat die Sozialdemokratie insgesamt, nicht allein die Deutsche, welche Kraft hat und hätte sie im Verbund mit jenen, die heute hier auch zusammengestanden haben und die genannt wurden, also mit den anderen progressiven Kräften, sowas in Europa möglich zu machen? Ja, Alexis Tsipras hat in seiner Rede vorhin etwas sehr Bemerkenswertes gesagt. Er hat nämlich erklärt, warum er wirklich im Interesse seines Volkes in der Eurozone bleiben wollte. Und ich weiß zuverlässig, dass sowohl Wolfgang Schäuble als auch Oskar Lafontaine ihn davon versucht haben zu überzeugen, die Eurozone zu verlassen. Und er hat die richtige Antwort gegeben, er hat den richtigen Weg gefunden, weil in der Tat der soziale Kahlschlag dann in Griechenland die Ärmsten und die kleinen Leute getroffen hat. Und das, was wir hier diskutieren mit der Arbeitslosenversicherung, was die Genossinnen und Genossen aufgebracht haben aus Ostwestfalen-Lippe, hat etwas mit der Eurozone zu tun. Weil wenn man nicht mehr abwerten kann gegeneinander in einem Währungsgebiet, dann hat man keine Möglichkeit mehr, unterschiedliche wirtschaftliche Stärken gegeneinander abzufedern. Und selbst wenn alle ihre Hausaufgaben machen, fleißig sind, Produktivität entwickeln, braucht man Ausgleichsmechanismen. Entweder einen richtig großen Haushalt oder einen Länderfinanzausgleich, so wie in Deutschland. Deswegen können wir in Bremen und im Saarland die Schulen bezahlen. Oder man braucht Bonds, mit denen man gemeinsame Gelder aufnimmt. Oder man muss wenigstens am Arbeitsmarkt dafür sorgen, dass wenn die Krise zuschlägt, das gilt, was man im Ökonomischen die automatischen Stabilisatoren nennt. Man muss gegensteuern können. Das, was haben wir gemacht mit dem Kurzarbeitergeld. Deswegen sind bei uns nicht Leute massenhaft arbeitslos geworden. Was Olaf Scholz jetzt vorschlägt, ist sehr vernünftig
und sehr klug, weil er sagt, wir fangen einmal damit an, eine Versicherung auf Gegenseitigkeit einzurichten für die Arbeitslosenversicherung und dann können Kredite aufgenommen werden. Also die FAZ muss gar nicht schreiben, dass es um deutsches Geld geht, sondern es ist eine Versicherung auf Gegenseitigkeit. Und diesen nächsten Schritt kann man ohne weiteres jetzt schon gehen. So, jetzt haben sich Leute gemeldet. Rainer Vogt, du bist gefragt. Da hinten ist einer, hier vorne meldet sich einer mit Mikro, mit Mikro. Du musst jetzt leider über diese ganzen Kisten drüber. Vorsicht, Vorsicht. Genau. Und das Mikro bitte behalten, sonst wird's. Ich klau's nicht. Guten Abend, ich bin Thomas Gestrich aus Düsseldorf, AK Europa. Was mir ein bisschen fehlt im Moment, sind zwei Punkte. Das erste ist, wenn wir mit Europa auf die Straße gehen, und das tun wir in Düsseldorf und bestimmt auch in anderen Städten, wir finden nicht allzu viel Begeisterung. Wir haben natürlich unsere eigenen Ideen, aber... und schon seit langem, sie hat völlig recht. Also, Nummer eins, wie kriegen wir die Leute begeisterter? Das ist das Erste. Und das Zweite sind konkrete Inhalte für nächsten Mai. Arbeitslosenversicherung, glaube ich, auch schwer zu verkaufen am Infostand. Aber das wäre sicherlich mal ein USP für die SPD. Steuergerechtigkeit, da würde ich sagen, dass mindestens dem Worte nach auch der politische Wettbewerber ähnliche Ideen machen würde. Darum die zweite Frage. Wo sind unsere Ideen? Und bitte vor Ende März, wenn, wie das der die Bundespartei machen möchte, vor März brauchen wir die Ideen, damit wir die verkaufen können. Vielen Dank. Okay, wir haben hier noch jemanden. Ich würde sagen, wir sammeln einfach zwei, drei Fragen. Ja, mein Name ist William Hardeman aus dem Landesverband Hamburg. Es geht mir um den Vorschlag von Emmanuel Macron zur Europäischen Armee und den Einsatz in Syrien. Unsere Parteivorsitzende hat sich hingestellt und sagt, es ist gegen das Völkerrecht. Sollte Assad Giftgas einsetzen, werden wir uns an Militärschlägen unserer französischen, britischen und amerikanischen Bündnisse nicht beteiligen. Und sie beruft sich auf Rechtsgutachten des Bundestages. Das britische Parlament und die britische Regierung sieht die Interpretation des Artikel 51 anders. Meine Frage ist, pro-europäische Armee und was soll diese europäische Armee dann auch machen? Okay, hier ist noch jemand direkt in der Nähe, den nehme ich mit. So. Danke. Mein Name ist Theo Kaczewski aus Hamburg-Meilendorf. War ich jetzt zu schnell? Können wir nicht gerade zu Ende machen? Ja, sorry. Mein Fehler, aber wir machen jetzt schnell zu Ende. Mein Name ist Theo Kaczewski aus Hamburg-Meilendorf. Ich habe zwei Fragen. Einmal, wie kann es sein, dass es immer noch möglich ist, dass Produkte, die aus Kinderarbeit hergestellt werden, in die EU importiert werden? Vielen Dank. Und die zweite Frage ist, warum machen wir keine fairen Handelsabkommen mit Afrika und unterbinden damit auch Fluchtursachen? Dankeschön. Ja, ich bin Amina aus Göttingen und ich finde es ganz schön, dass jetzt auch mal eine Frau redet. Und meine Frage ist, wenn wir jetzt an Europa denken, wenn wir schauen, wie die Zukunft Europas auch aussehen kann und wir uns das auch wünschen, gerade als junge Frauen, bin ich persönlich, und Katharina hat da zwar gerade schon was gesagt, aber ich persönlich muss sagen, wenn ich sehe, in wie vielen Landesverbänden, in wie vielen Bezirken junge Frauen kandidiert haben und nicht aufgestellt worden sind, und klar, es ist ein Problem der Partei und es ist wirklich auch ein Problem der Partei und eigentlich würde ich mir wünschen, dass alle heute hier nach Hause gehen und sich selbst mal Gedanken machen, welche Delegierten wählen wir und welche Strukturveränderungen müssen wir vor Ort machen, um jungen Frauen überhaupt eine Chance zu geben, für Europa zu kämpfen. So, und jetzt noch die letzte Frage. Noch eine letzte. Also eigentlich auch eine Frage. Wir hatten ein Projekt mit meinem Vater an euch gestellt. Wir würden gerne kulturellen Austausch haben zwischen Partnerstädten. Gibt es dafür Gelder? Und gibt es die Möglichkeit, dass man gemeinsame Projekte entstehen lässt? Also mit Menschen, die was verändern wollen, verbessern wollen, auch in den Städten und ja. Okay, vielen Dank. So, jetzt hatten wir verschiedene Fragen. Ich gehe jetzt mal zur Frage Armee-Einsatz in Syrien. Wer fühlt sich hier befugt, auf diese Frage eine schlüssige Antwort zu geben? Was ist mit der europäischen Armee, die Macron fordert, mit der Perspektive, dass man dann möglicherweise auch als Soldatin oder Soldat aus der Bundesrepublik dann in Syrien landet?
Wer möchte dazu was sagen? Katharina? Ja, ich fange einfach mal an. Es gibt ja diesen Aufruf, den Hans Eichel unter anderem initiiert hat und den viele Menschen inzwischen unterschrieben haben und in dem sehr viele kluge Dinge stehen, in dem auch die europäische Armee erwähnt ist. Und ich habe den auch deswegen unterschrieben, das ist, glaube ich, sogar die allererste Forderung, wenn ich das richtig sehe, weil ich die europäische Armee für ein ganz wesentliches Projekt halte, nicht morgen, aber langfristig, was kommen sollte. Warum? Aus verschiedenen Gründen. Das eine hat Andrea in ihrer Rede schon mal angesprochen, das ist ein rein wirtschaftliches. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir jeder unseren eigenen Kram da prusseln. Verteidigung ist wahnsinnig teuer. Wir sind ja schon auf dem Weg, gerade mit Frankreich, sehr viel gemeinsam zu entwickeln. Es ist einfach nur klug, wenn man nicht 27 oder 14 oder was auch immer Waffensysteme entwickelt. So, das ist das eine. Das Zweite finde ich aber viel wichtiger und das knüpft an meine allererste Antwort an. Wenn du keine nationalen Armeen mehr hast, sondern die aufgehen in einer gemeinsamen europäischen Armee. Wir haben ja schon Korps, man sagt nicht trainieren, ne, bei der Bundeswehr. Naja, ihr wisst schon, üben und so. Und genau, gemischt nationale Korps. Aber wenn man das weiterentwickelt zu einer einheitlichen europäischen Armee, dann werden diese Länder untereinander definitiv nie wieder Krieg gegeneinander führen. Das ist quasi die Lebensversicherung für Frieden in Europa. Nur, und das geht jetzt in die Richtung der Frage, das würde natürlich dazu führen, dass man sich dann auch jeweils darüber einigen muss, in welchem Konflikt man eingreift oder nicht, oder ob man überhaupt nicht eingreift oder wie auch immer. Und da haben die Franzosen zum Beispiel sehr unterschiedliche Ansätze uns gegenüber. Deswegen kann das auch nur ein sehr langfristiges Ziel sein. Es werden sich draußen alle Frauen versammeln. Es geht um 100 Jahre Frauenwahlrecht. Und die treffen sich hier in der Chathalle an der Bühne und wollen ein großartiges Foto aller Frauen, die heute hier sind, machen. Deswegen schlage ich vor, wir machen noch eine Frage, die du, Udo, ganz schnell beantwortest, bitte, ja? Das Handelsabkommen, gerechte Handelsabkommen, da werden wir, glaube ich, nicht viel Gelegenheit haben, hier zu diskutieren auf dem Panel später. Wie glaubst du, kommen wir dahin, dass die Handelsabkommen in Europa gerechter werden und vielleicht geschmeidiger für uns? Die Genossinnen und Genossen haben völlig recht, wenn sie einfordern, dass unsere Handelspolitik werteorientiert sein muss. Und das unterscheidet uns von den Liberalen und von den Konservativen. Wir wollen nicht Handel zum Selbstzweck, sondern wir wollen Handel als ein Instrument für eine gerechtere Welt. Und deswegen brauchen wir diese Kriterien. Wir brauchen Umweltkriterien, wir brauchen soziale Kriterien, wir brauchen Kriterien gegen Kinderarbeit, wie das verlangt wird. Und wir haben in der Fraktion beschlossen, bei uns in der sozialdemokratischen Fraktion, dass wir nur noch solche Handelsabkommen unterstützen, die auch verbindliche Regeln kennen, damit die Welt besser wird. Vielen Dank. Wir würden jetzt furchtbar gerne weiter diskutieren. Ich hätte da große Lust, ich glaube, ihr und Sie auch. Wir werden danach ein weiteres Panel hier haben, was um die Einheit in Deutschland, Ost, West, auch in Europa geht. Aber jetzt sind die Frauen aufgerufen, nach vorne zu gehen in den anderen Raum und sich miteinander alle fotografieren zu lassen zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht. Vielen Dank.